Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! DevPro. Heute mit dem Crazy Dragon. Als Teampartner. Als Standardbesetzung. Verdammt. Was ist verdammt? Ist doch nicht etwa ein unfertiges Deck genommen oder so? Nein. Halb unfertig. Ja, super. Nein, also es sollte noch was rein. Na dann, schauen wir mal, was du drauf gemacht hast. Ja. Okay, dann das hier. Die beiden. Gut, ne, kann ich nicht machen. Kann ja dafür nicht. Ja. Ich kann nicht draufgehen, aufhören. Okay, da zahlt man 2000. Jedes Monster zweimal angreifen? Meistens sind die doch noch im ersten Mal kaputt oder sind die wirklich stark? Nein. Also, ja, einmal macht sie, glaub ich, nicht kaputt. Und wenn das für einen Angriff deklariert, fügt es dem Gegner noch 100 Punkte Schaden zu. Das ist ja auch alles in Ordnung. Na dann, schauen wir mal. Kriege ich jetzt mal hier hin. Ja klar. Nun noch nicht, da will ich nicht. Ich kann seine Fähigkeit nicht nutzen. Nein, aber hast du Karten, die vom Friedhof wieder beschwören? Wow. Dann kannst du doch ihre Fähigkeit nutzen. Das ist es ja. Ey. Lass du doch machen. Ja. Ich frag mich nur, welche Art von Magier das ist. Ja. Okay. Und Stufe 2. Ja. Verdammt. Das war's mit der Beinkarte. Okay, Zeitbrecher. Oh nein. Na nicht, ja. Irgendwie müssen wir es ja loswerden. Ja. Und jetzt haben wir die Scheiße am Hals. Das ist dann erstmal noch direkt Schaden. Und das ist dann auch so, dann geht's mal ungefähr. Ja, wenn er nicht noch was macht. Und jetzt da irgendwas hin, wie jede Runde. Ja. Ja, der konnte sich halt nochmal als normal beschwören. Das ist es ja. Okay, das sieht jetzt etwas komisch aus bei mir. Wieso? Du hast, bei mir hast du die Standardhüllen und die, einmal deine selbst hochgeladenen und dann natürlich noch die von 107. Als Hüllen. Ja, das ist dann so. Sieht etwas lustig aus.
Das. Ich probiere es einfach mal aus. Na. Ja. Überfallraktoren. Na klasse. Gut, dass ich zum Glück mit dir ein Duell führe und nicht gegen die scheiß Viecher. Ich habe mir schon gedacht, dass er das nicht zulassen will. Ja. Aber was soll ich denn? Monster würde beschwören, wird ein. Okay. Kack, geht's noch? Oh, shit. Ja, die müssen ja erst Freunde auf dem Feld haben, dann können sie sich ja immer dazu beschwören, wie die schwarze Lüge. Ja, gegen das Team kann ich was machen, aber so wird das nicht. Vielleicht immer erstmal normal beschwören. Ja. Okay. Oh. Okay, das könnte jetzt ätzend werden. Schokogar. Galaxy und Pendel. Super. Warum auch nicht? Ja, ist mal eine komische Kombination. Meinst du, das ist bei uns fest? Nein. Okay. Und da ist der Jungschuh sauber. Galaxy-Karte. Die Galaxy-Karte. Die Karte. Ja. Oh Gott, ey. Ach, wie schön. Galaxy Nuller. Da, 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 da. Okay. Stufe 4 Monster. Schon eine schöne Sache. Ja. Okay. Achso, er hat Kirin weggekickt. Hast du die Chance, irgendwas einzustellen? Ja. Wenn ich die richtige Karte ziehe. Ich sollte ja nicht so weit kommen, dass Kevin wieder da ist. Dann kann ich schon wieder eine Runde nicht machen. Ja, ich glaube, die könnten auch das Duell noch verlieren. Jetzt bräuchte ich die Fusionistin als Pendelmonster. Dann könnte ich was machen. Okay. Genau. Den Effekt muss ich auslösen. Und den löse ich also mehr. Ja. Ich kann es nichts machen. Ich kann nicht fusionieren. Wieso? Du kannst was beschwören mit dem Ding. Und du kannst das Ding rauskicken und dir was aus der Hand ziehen. Dann kannst du die beiden doch nur fusionieren oder so. Ist das geil. Fusionieren. Okay. Gut, nein. Ich müsste dafür Fusion abschmeißen. Oh Gott. Halt. Wenn ich mir dadurch was raussuchen kann, dann weiß ich genau, was ich mir raussuchen muss.
Pendelding. Ich programmieren oder überhaupt? Das kommt ja gleich, wenn sie mich dran lassen. Hat? Das kann ich nur machen. Ach so, ich brauche die Panther-Tänzerin. Ja, die Panther-Tänzerin bräuchte ich, verdammt. Das Ding schon wieder, dass ich kaputt gehen kann. Ja. Na, was soll ich? Kannst du zwar los, Argon zu greifen, aber das Ding kommt eh wieder. Tja. Hm. Muss beenden. Ich brauch die Panther-Tänzerin, um das letzte starke Monster rauszukriegen. Okay, die haben wohl keinen Stat wie wir beide, die müssen sich wohl über den Chatverlauf unten unterhalten. Na, was auch. Du bist bestimmt gerade, ob die Monster überhaupt stark sind, die sich da auf dem Feld haben. Weil der eine den anderen für einen ziemlichen Loop hält. Oh, damit sind die Panther-Tänzerin erstmal weg. Ja. Was soll der? Die nie abwarten, keine Ahnung. Ja. Was auch immer. Ey. Ist auch gut. Relativ. Ja. Gut, dass wir das gerade aufnehmen. Wieso? Weil das einfach nur so unterhaltsam ist. Ja, es geht. Ja. Okay. Außer die Leute, die kein Englisch sprechen können. Sprechen brauchst du es auch nicht können, du musst es lesen können. Ja, oder lesen. Immer wieder das gleiche durcheinander. Ja. Achso, dann dürfen sie. Okay. Ich möchte ein bisschen Kram zurück, was er sich offensichtlich nicht allzu schnell aussucht und dann kann er eine Karte ziehen. Ja. Ist ja fast die Top 4 Trägheit. Ja. Das die ist ja verboten. Oh, nee. Aber die Falle ist besser, weil du auch beim Fallen drücken kannst. Ja, zurückmischen kann. Die kann, die kann sich zwar nicht selbst suchen, aber das auch. Ja. Leider, sonst wäre das Ding ja zu OP. Wenn man das Ding dreimal spielen könnte, würde es eine Endloskette geben. Ja. Gut. Mal gucken, was er jetzt macht. Das ist ja relativ eindeutig. Synchro. Glasflügel Synchro-Drache. Ja. Holt sich den wieder auf die Hand. Den können die ja zum Glück nicht mehr. Sind die einzige Chance, mit irgendwas zu reißen. Oder was? Überleben du was hier gerade noch so. Oder? Nein. Wir haben diese Runde leider verloren.
schicken wir den. Ich bereite mich darauf vor, dass es abschmiert. Ich auch. Ach. Ist schon soweit. Ja, ich erstelle schon gleich noch eins. Das dauert ja bei mir nicht so lange. So. Nutze ich das Deck nochmal? Nee, ist doch relativ. Ja. Mach dir da mal keine Sorgen. Ja, ich probier's mit dem Deck aus. So. Ja. Und der Gegner fängt an. Guten Tag, Volksgenossen. Hä? Ah. Was schreibst du da? Hab ich gar nicht. Okay. Das ist so leicht verwirrend. Ja. Ich habe das gar nicht geschrieben. Okay. Another boy. Ich hatte nicht mehr extra gesagt. Das ist vielleicht hier, ne? Nee. Während wir noch wissen. Okay. Weil das will er zerstören. Mit einer 3x Monster. Myes Pants. Und dann noch 5 Aufgabe, wenn man das nicht macht. Oh Gott. Dann noch die. Okay. Das ist eigentlich nur so eine Würfel, wo du zufällig eine deiner Zonen wählst. Ja. Das ist schon interessant. Sag mal da. Die Bunteugigkarte. Ach so, der hat sich auch so textuell spezialisiert für das Rasen. Ja. Sonst würde man nie was spielen, was 9000 von mehr Lebenspunkte braucht. Ja. Oder der gleiche. Ich meine, wie hatten wir den schon? Ja, das könnte sein. Aber mit einem anderen Deck diesmal. Muss ja nicht ein anderes Deck sein, kann ja alles drin haben. Ja. Das sieht schon irgendwie stark an, aber ich hätte diesmal was anderes machen. Ja. Die Dinger genommen. Na, die Bunte ist gar nicht, oder? Ja. Na gut. Dann können wir das vielleicht mit einem Hamster oder was das ist? Na klar. Okay. Den Hamster pendeln, kann er sich wieder was aussuchen? Na, wird er. Nein, der holt sich den Magier. Und Kirin. Ja, ich kann das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ne? Nein, kannst du nicht. Ich habe eine Feindkarte gesetzt. Wenn er angreift, wird Kirin auf die Hand zurückgeschickt. Oder ins Deck. Ins Deck. Bei uns ist Deutsch. Oh nein! Darf ich ja angreifen? Sollte ich etwas ziehen, was es bringt? Ja. Das kann natürlich dann auch nicht schief gehen. Und ich gar nicht die Gelegenheit. Ja. Welch? Okay. Okay, dann wissen wir ja, glaube ich, schon, was wir tun. Das habe ich zumindest so gerade im Kopf ausgerechnet. Ja.
Hoffe, du kannst einen Riesenvogel rausholen. Das wird dann für uns. Ja, du hast einen Riesenvogel. Aktivieren. Okay. Ach, für den Über. Für den Danius. Machen wir gerade aktivieren. Nö. Unwichtig. Ja. Hab mir schon gedacht, dass du dir wieder den Lanius holst. Also wir können was gegen den. Nein, wir haben jetzt so gut wie verloren. Ja. Besser, wenn er auf der Hand bleibt. Ja. Und der ist ja immun erstmal gegen die Karteneffekte des Gegners. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Nein. Wieso? Ach so, wegen dem Booster-Code Spezialeffekt. Boost-Code? Den habe ich doch gar nicht benutzt. Nein, wegen dem. Ja, nein. Ja. Ja. Das kann natürlich sein, dass er so eine Fähigkeit hat. Ja, dass der Gegner in diesem Runden keinen Schaden erhält. Dafür kommt er aber auch so ein mächtiges Ding raus im Weg. Das habe ich. Tatsächlich. Und wie jetzt ist es aussieht. Ja. Wie wir immer in den EA-Spielen. Okay, so, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Er hat keine Pendelzone. Naja, kommt drauf an, irgendwas wird er schon haben. Ja. Er kann natürlich auch noch andere Monster im Blick haben, aber mit dem Magian oder so zusammen. Nee, das hat den Drachen drin. Okay. Wie geht dieses Monster? Nein. Was nein? Rangsteigerungszauberkarte. Wollte sich aktivieren. Muss ja nicht. Nee. Natürlich mache ich in meinem Zug. Dann kann ich nochmal irgendwas Großes rufen. Ja. Meinetwegen sogar einen zweiten einnehmen. Oh ja. Das reicht ja, wenn ich das einnehme. Allerdings werde ich wahrscheinlich über den Nuke beschwören, dass die Zaubern fallen oder weg sind. Ja, klar. Beende einfach nur. Ja, ich möchte den Effekt aktivieren, dann kriegt er ja die 1000 Punkte Schaden oder muss ich dafür was abhängen? Müsstest du so machen können, ja. Einfach ohne. Ja. Ich hab's ehrlich gesagt verteilt, ich dachte, ich muss wieder was abhängen, den Effekt aktivieren müssen, aber. Okay. Ja, jetzt. Steht er noch, warte. Ich wüsste nicht, was er darauf aktivieren soll. Ich auch. Das kann ja auch nicht kaputt machen, aber. Ich kann keine Effektschaden spielen oder sowas. Ja, gut, dann würden wir 1000 Punkte kassieren, aber das ist ja auch. Ich weiß ja auch nicht, was die spielen. Ja, ich auch nicht. Oder vielleicht ist das, was ich nicht spiele, ist nicht drin. Und ich weiß nicht. Ja. Okay. Nehmen wir jetzt gerade. Okay. Hä? So, Lava-Golem. Verdammt. Damit's ein. Shit.
in das Finsternis wäre, könnte ich damit eine Fusion machen. Ich bin doch sowieso erst wieder dran. Ja. Dann kriegen wir gleich 1000 Punkte Schaden. Verdammt, ich hätte das Monster nicht spielen sollen. Dann hätte das Ding nicht so schwer gewesen, ne? Okay. Da ist eben gerade dein Handy. Ja. Was heißt, wir beide müssen das aus der Aufnahme schneiden. No, ja. Ah, machen wir jetzt noch Alter? Die können jetzt in diesem Spielzug als normal oder Spezialbeschwörung beschwören. Nee, er kann keine Normalbeschwörung durchführen, nur eine Spezial. Okay. Ja, ich weiß welche. Kann er sich dadurch nur eine Zauber? Nein. Okay. Ja. Hä? Ja, der will den Schaden nicht machen, der will da über was anderes mit ihm spielen. Okay. Ja. So verbannt er das nur mit der Endfarbe. Kivieren. Was ist das? Ach, okay, beschwören wir dazwischen. Nee, wir müssen den Schaden schlucken, aber... Ist wenigstens haben wir ein gutes Monster wenigstens auf dem Feld. Ist auch ein interessantes Spiel. Ja. Effekt vom Rangsteuerungszauber aktivieren ist wahrscheinlich das Beste, ja. Ja, möchte ich. Gut. Das kann ich viel lange, ne? Ach, du musst nur was. Jetzt ist die Frage, was macht man am besten kaputt? Ich meine, dieses Gute kann die Zauber fallen lösen, aber ich glaube, es ist besser noch so mal das Bossmonster zu spielen. Ich denke nicht, dass er noch so ein Golem hat. Ich weiß nicht, wie auf welcher, auf wie hoch die Karte gesetzt ist. So. Hä? Kann das nicht aktivieren? Hallo? Oder blockiert sie gerade irgendwas Spezielles? Ja, warte. Hier oben steht warte, weil die Zeit geht bei uns runter. Ja. Ich kann nicht spezial beschwören. Hä? Das Einzige, was ich machen kann, ist dieses Kackding angreifen oder beenden. Ja. Okay. Ach so, vielleicht wegen deiner Zauberkarte. Ich hab doch diese Runde nicht aktiviert. Nein, weil du sie auf die Hand genommen hast. Den Rangsteigerungszauber. Ja, ich will es mal machen. Ja. Ich will nicht gehen. Kein normales Ziel dafür. Blablabla, du kannst. Verdammt. Ja. Das war dumm. Die kommen wieder. Okay. Na gut. Schön, dass ich mir noch was aufgehoben habe, sonst wäre das jetzt gar nicht mehr gegangen. Juwin?
Die haben aufgegeben. Okay. Aber wieso? Okay. Ich habe die Meldung nicht mal gesehen, dass wir gewonnen haben. Ich hab gerade die Meldung bekommen, du hast gewonnen. Haben die irgendwie mit ihrer Zeit nicht gehaushaltet oder so? Nein, ich glaube, die haben aufgegeben. Ja, einfach keine Lust mehr. Ja, gut. Das waren zwei Duelle, eine halbe Stunde. Ich sage, ja, ich beende diesmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hast du noch was zu sagen? Nicht wirklich, nochmal. Viel Spaß beim Schauen halt. Ja. Ja, wenn ihr auf seinem Kanal seht, ihr die andere Variante. Jo, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.